So, geschafft. Jetzt in Alaska. Über den Top of the World Highway. Problemlos einreisen geklappt, auch wenn es für mich jetzt schon das dritte Mal USA ist. Richtig geil. Und schönes Wetter noch. Und jetzt geht's auf Richtung Fairbanks. Immer noch Alaska, immer noch auf dem Weg nach Fairbanks. Da hinten zeichnet sich schon der Denali National Park ab, der dann nach Fairbanks die nächste Station sein wird. Ja, Alaska ist schon nochmal ganz anders. Aber geil. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see a pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. There's a big heart, son, beating on the big people in the big hard world. Oh, there's a big heart, son, beating on the big people in the big hard world. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal so gezeigt habe, wie ich, wenn ich allein bin, eigentlich so meinen Tag gestalte oder wie ich dann halt abends irgendwie rumsitze. Also jetzt ist es so um 8. Es ist ja hier noch besonders hell. Höhe Denali National Park bin ich jetzt. Jetzt habe ich hier so einen Platz. Auf dem Rückweg zum Kloen, möchte ich gestehen. Und ja, das ist so ein Platz. Hier am Fluss. Ein Overlander mal wieder. Macht's einfach, aber es gibt natürlich den ultimativen Kanada-Tipp noch, und zwar die Backroad Maps für alles, was BC oder Alberta ist. Bester überhaupt. Ja, dann steht mein Auto hier so rum. Und jetzt koche ich mir, also will ich mir gerade so ein bisschen Eintopf machen. Jetzt habe ich das Kajak oben drauf, das heißt also, ich kann meine Heckklappe nicht mehr ganz so aufmachen, aber ist scheißegal. Und dann, ja, sieht das so aus. Das mache ich aber nur, wenn es drin, wenn es draußen schifft. Ansonsten mache ich das draußen. Und dann, seit Yukon und Co., also penne ich eigentlich nie da, wo ich koche. Heute wird es wahrscheinlich drauf hinauslaufen, aber ich gucke dann immer, ob ich irgendwie Grizzly-Spuren finde oder wie auch immer. Und dann, ja, bei Bären, Grizzlys sind hier überall. Muss man halt abchecken, ansonsten nie da pennen, wo man isst. Mal gucken, ob ich dann noch ein Stück zurückfahre, aber ich glaube es wohl nicht. So, jetzt mache ich erstmal was zu essen. She is comfort by my side. When I try to understand, she just opens up her hands. So, angekommen am Spot. Ah, jetzt werde ich mir erstmal ein schönes Steak in die Pfanne hauen. Oh, richtig geiler Spot hier.
vor Waldes. War aber auf jeden Fall schon, hatte ich gut zu tun, mit meinem Auto jetzt wieder hier hochzukommen. Aber ganz geil. Leider sind hier nur so viele sinnlose Moskitos, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hätte ich jetzt nicht erwartet. Vielleicht fahre ich da noch weiter. Erstmal muss ich das Steak essen. Nützt ja nur alles nichts. Moskitoflucht betrieben. Das ging gar nicht an dem Ort. So schön wie der auch war. Ich da wirklich sehr gerne geblieben wäre, aber ich konnte nicht mal normal essen. Ich musste im Laufen essen, weil einfach sonst aufgefressen wurde, trotz Moskitospray. Jetzt bin ich schon weitergefahren. Hier gibt es leider nicht so viele Plätze. Der da hinten ist auch schon belegt. Das heißt, ich bin hier irgendwo am Hafen. Vorbereitung, Auto habe ich schon blickdicht gemacht. Und dann versuche ich zu pennen. Und dann gucke ich mir morgen Waldes an. Alaska, Alaska. Meine Nacht im Hafen. Und ich wollte noch was zeigen. Und zwar nach dem letzten kultivierten Salmon Run. Gibt es hier den unkultivierten Salmon Run. Und zwar könnte ich jetzt hier einfach reingreifen und mir meinen Lachs rausholen. Schade, dass er noch nicht gebraten ist. Aber krass. Da liegen überall die toten Fische rum, das stinkt auch wie Scheiße. Logischerweise. Oh. Ganz ehrlich, ich werde das jetzt hier nicht machen, hier lang latschen. Denn ich bin ja überall in Herbärum okkultieren, aber ich glaube, er ist hier verscheucht durch die vielen Gräte. Schiffe. Oh, hier. Alaska, Alaska Sunrun. Im Kluane National Park. Ich bin gestern 800 Kilometer gefahren, also 5. September auf dem Weg nach Vancouver, Steffi abholen für den letzten Roadtrip. Ja, Alaska gestern verlassen und jetzt hier wieder gestrandet. Kluane National Park, richtig cool, bin gestern hier im Dunkeln angekommen, aber ich hatte das Glück, ich konnte noch einmal Aurora beobachten. Aber ich glaube, das ist meine Kamera einfach zu schlecht. Ich habe das versucht aufzunehmen, aber naja. Genau, und das war's jetzt eigentlich im Prinzip mit dem großen Roadtrips. Es geht ja hier schon dick auf den Herbst und auf den Winter zu. Und genau, jetzt gibt's noch den letzten und jetzt fahre ich irgendwas um die 3000 Kilometer runter nach Vancouver. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt in den nächsten 3-4 Tagen, aber sollte eigentlich kein Problem sein. Und dann, genau, gibt's dann wahrscheinlich irgendwie sowas wie fast den letzten Vlog. Also dann, viel Spaß.